Gott. Alles schön ruhig und geschmeidig bleiben. Gott. Die Messer wieder einsammeln. Okay. Was ist ja, wenn wir den zuerst töten? Aber ich glaube, der steht im Gebäude, ne? Ah. Ja, der steht im Gebäude. Gehen wir nochmal zurück. Komm, mach mal mit B, ne? Wir lassen sie ja mal leben. Wir haben es ja so eingestellt, dass er nicht klaut, nicht tötet beim Nahangriff. Okay, da hinten. Wachposten. Ist da die Tür auf? Sieht so aus, ne? Okay. Der andere steht da. Zack. Ja, ja, bist tot, ne? Ja, ja. Na, tot nicht, bist... Du bist etwas... nicht mehr einsatzfähig, so. So, den sollen wir töten. Nicht da. Hier sollst du... Zack. Okay. Das hätten wir auch. Yay. Das ging doch wieder wie am Schnürchen hier. Popöchen. Geld klauen. Und das sollen wir zerstören. Alles klar. Hüftschuss. Puh. So. Also ich finde, das geht... Oh, das geht ganz gut. Hier liegt noch eine Notiz. Was sagt er denn? Was schreibt er denn? Uns geht langsam das... Peperidin aus. Darum musst du für Mr. Bastion eine neue Lieferung aus Baton Rouge besorgen. Karls Krebs ist wieder aufgeflammt. Daher wirst du die Sache mit seinem Bruder Francis durchziehen. Francis wird dich wahrscheinlich zum Essen einladen, also benimm dich nicht so, als hättest du es furchtbar eilig. Geh hin, iss seinen Wels und komm wieder zurück. Oh ja, kann er gerne machen. Fisch ist zwar gesund, aber brauchen wir nicht. So, qualmt alles schön. Cool, cool, cool. Erstmal Karte gucken. Ne, hier ist jetzt nichts weiter mit. Ne. So, in der Tasche haben wir 4000. Im Tresor 41.000. Monies, cool. So, was wäre denn... Wir hätten ja eigentlich noch... Ich glaube, irgendwo ist da noch eine Drogenküche, ne? Was ist das hier oben, der blaue? Vargas-Gemälde, alles klar. Ne. Karte. So, hier. Das sind die Taxi-Dinge. Ne? Bestand Sterbträger, bar. Beaks Brunner. Mit Bestens Erlaubnis hat Brunner die alten Leute ausgeschaltet, die hier gelebt haben. Finde einen Weg zum Bastion, ein PCB-Geschäft zu versauen. Da oben? In dem Gebiet? Hier unten ist noch mal was. Ich glaube, das sind... Ist das das Gleiche? Das ist ganz schön weit weg. Da könnten wir rüberfahren. Da. Was ist das hier nochmal? Bill Connolly, wer will sich mit... Will sie einen Ruf erschaffen? Ja, ja. Vielleicht sollten wir mal hin hier. Das sind diese Töten-Sachen, ne? Wo der wieder heißt, töten. So, 3500 Schaden haben wir noch anzurichten. Ja. Dann müssen wir nach da.
Also wieder runter. Unser Auto ist ja nicht mehr das Beste. Ist natürlich doof. Wir waren halt zu langsam, ne? Zu langsam mit dem Vehikel. Also was jetzt? Ein anderer Plan? Mir kommt so vor, als hätte ich das herummanövrieren und diese verschiedenen Strategien überhaupt erst in die Scheiße geritten. Komm, wir nehmen Auto. Das Geld zurück, wo ist das denn? Hoff, dass ich dir bloß was da drinnen wieder, ne? Oh. Ja, ja, komm. Laufe ich jetzt richtig? Ja, da steht unser Vehikel. Bisschen ramponiert, aber naja, das macht nichts. Oh! Wo man zu Fuß hingeht, sollte man nicht mit dem Auto fahren, ne? Ja, brauchst nicht hupen. Alter, Junge, Junge, Junge. Terra fährt schon wieder wie so ein Wildsau. Oh, da. Oh, oh. Das Auto hat mich festgenagelt. Oh, schnell, schnell, schnell. Er hat den Typ. Okay, haben wir es? Oh, oh. Oh, oh. Schnell weg. Auf der Suche. Komm, wir machen mal hier die Polizei. Da. Haben wir jemanden, der die Bullen in Fresco Fields zurückpfeifen kann? Ja. Alles klar. So. Hätten wir die ja erledigt, oder was? Rede mit Pierre Donnelly, sollen wir jetzt? Oder wie machen wir noch das andere da? Fertig? Na klar. Machen wir fertig. Brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Oh, oh. Ich bin auch nicht jünger, Idiot. Ja, du bist auch nicht jünger. Wir haben natürlich auch keine Schutzweste mehr. Ist doof. Aber... Ach nee, das ist jetzt das Ziel von... Donnelly ist da. Okay. Ja, okay. Warte mal. Auto bitte. Wir nehmen wieder einen schönen Sportwagen, ne? Nehmen wir mal den. Ich bin in Fresco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Den Leopard. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Kannst du dich nicht entschuldigen? Ich geh mal eben pissen. Ich hoffe, er hat nicht jetzt im Auto geschifft. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Ist eine große Hilfe, genau. So, hoppoi. Na, 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 da fahren wir da mal hin. Mit den durchdrehenden Räder. Ja, man muss die alle mit dem Taxi-Dings da, ja. Gut, man hätte sie vielleicht auch mit der Handgranate, ne? Aber denn richtiges Timing ist dann auch wichtig, denke ich mal. Naja, dann reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht können wir ja die Drogenlabore ja trotzdem nochmal machen. Werden wir sehen, wenn nicht, dann nicht. Aber wir haben ja dann die Aufgabe erledigt. So. Ich dachte, ich könnte jetzt rauffahren. So. Steig mal aus. Dann reden wir nochmal mit ihm. Mal gucken, ob seine Junkie-Tussi da immer noch ist. Und fixt. Gut. Ich bin beeindruckt, wie du es Bobby Bastian schwer machst, seinen Scheiß zu kochen. Ah, gut, ne? Na denn. Reden. Hä? Wir reden doch mit dir. Was ist los? Hä? Rede mit Pierre Donnelly.
Der will nicht mehr mit uns reden. Hallo? Ist der doof oder was? Nun bin ich aber ein bisschen leicht verwirrt. So, hier, komm, guck. Er gibt mir auch nichts an, dass ich hier mit ihm interagieren kann. Hm. Okay, denn nicht. Dann müssen wir nochmal aufhören. Machen wir deaktivieren. Aktivieren, so. Ich bin gespannt. Der will nicht mit uns reden. Der ist doof. Ja, denn nicht. Denn nicht, denn nicht. So, hier unten, da oben war der Totenkopf. Das, ey, sind wir schon dahin gefahren, weißt? Und dann, naja, machen wir das so. Wenn der nicht mit uns reden will, der Knalle. Der hat zwar kurz mit uns geschnappt, aber das war ja nicht die Aufgabe, ne? Also, hat er nicht gesagt, nö, erledigt. Okay, denn nicht. So, dann fahren wir zum Thronlabor. Oh, da gibt es hier eine schutzsichere Weste. Da ist wieder ein Taxi. Wollen die uns die Weste schnappen hier? Komm mal raus. Sparen wir uns die 3000? Ist ja logisch, ne? So, gehen wir von hinten rein. Denke ich mal, wenn es geht. Ja, geht hier. Schloss knacken. Oh, die müsste dann in der Richtung sein. Ach nee, falsche Ding reinge. Terra! Du Dödel. Hier war das. Hier ist die Tür. Dann machen wir das hier. Aufbrechen. Ja, na klar. Hä? Dö-dö-dö. So. Da ist sie drinne. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen... Komm, knack mal das Schloss hier. Tudu! Was gab's? 600. Oh, ja. Ja, können wir hier vorne rausgehen, ne? Oh, da ist auch noch eine Kasse. Der Laden ist zu. Können wir noch ein bisschen Kohle abstauben? Können wir vorne raus oder ist die Tür zu? Ja, aber ich glaube, es ist abgeschlossen. Nee, doch nicht. Hier ist nichts weiter, ne? Nö, nö, nö. Gut. Denn auf geht's, auf wie Schnaufi, weiter. Also, dass der damit uns nicht quatschen will, das finde ich doof. Ist das ein Bug, oder? Weil eigentlich haben wir die ja erledigt, eigentlich die Aufgabe. Oder es hieß ja, wir sollen da hin, ne? Naja, gut. Was soll's? Hui! Boah, so. Hier muss man mal viel mit Auto fahren, bei Mafia. Aber das war ja auch schon beim ersten Teil so. Wer sich daran auch erinnert. In der guten alten New Yorker Zeit. Da ist man ja auch... Hat ja in den 20er Jahren gespielt, ne? Wenn ich mich noch so recht entsinne. Und da musste man auch mal viel mit dem Auto durch die Gegend kutschieren. Naja, besser als wenn man jetzt die ganze Zeit alles ablaufen müsste. Ne? So. Irgendwo geht's denn ja hier hoch. Oh Mann, ist das ein langer Weg. Aber diesmal fahren wir hoch.
komm, ich steige aus. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was uns noch so erwartet auf dem Weg dahin. Nicht, dass uns aus Versehen hier welche auflauern. Messer haben wir wieder 3 Stück am Start. 3 Medipacks, 1 haben wir ja verbraucht. Ja, nee, das schleichen wir uns mal an. Weil, wenn wir jetzt hier so rankommen, dann sind wir ja auch... sag schnell. Kommen wir ja von vorne rein, ne? Würde ich mal meinen. Komm, laufen wir mal ein bisschen. Allzu lange läuft er ja auch nicht. So. Ja, das... Oh, da, da, da. Habt ihr das gesehen auf der Minimap? Regnet das etwa schon wieder? Ja, es regnet schon wieder. Da stehen die Jungs. Okay. Okay, immer so zwischendurch mal schauen. Diese gottverfluchte Scheißhitze. Behalt dein Gewäsch für dich. Die sind drinne. Der da hinten ist sicherlich draußen. Oh Mann, stockdunkel ist natürlich gut, dass sie uns nicht sehen. Aber dafür sehen wir sie auch so schlecht. Der ist doch draußen, oder? Das kommt noch einer raus. Nee, der gehört nicht. Der gehört... Oh Gott, wie viel das sind. Alter Falter, das kann gefährlich werden. Komm, komm. Nee, der steht bloß da hinten. Oh, es wird hell. Okay. Okay. So. Die da hinten rumlaufen. Wo steht der? Der geht jetzt nach da. Okay. Wir versuchen jetzt mal hier rum. Genau. Da steht er doch, oder? Ja. Gott. Wir brauchen ja mal wieder unsere Messer. Die müssen wir wieder einsammeln. Da steht auch noch einer draußen. Geht der so ein bisschen weg? Das ist gut. Ach nee, das ist wieder der nicht dazu gehört. Hier, da hinten steht er. Da läuft er. Komm mal raus aus dem Schussfeld, Mensch.